Frage. Es geht hier um diese Bude. Die hieß vorher Fleischeslust. Aber Geschäftsleute und die Stadtpfarrkirche wollten, dass das geändert wird. Was halten Sie denn davon? Ist mir eigentlich egal. Okay. Heute wird alles geändert. Zigeunerschnitzel, Jägerschnitzel, darf man nicht mehr sagen. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja, also dass der Name von der Fleischeslust, dass der in Fleisches nur geändert wurde, das finde ich echt einfach nur lustig. Kirche mit Lust in Verbindung. Glaubst du, dass die Kirche nicht so modern ist, dass sie das überlebt, wenn hier so eine Kirche steht? Ich weiß es nicht. Also mich würde es jetzt halt stören. Es fehlt vielleicht irgendwie was. Wenn jetzt nur Fleisch steht, dann erwartet man irgendwas. Das ist wohl das katholische Fulda, die sich ja drüber aufregen. Ich finde da überhaupt nichts Anstößiges dran. Die stoßen sich wahrscheinlich an der Lust. Ja. Ich habe Lust auf ein Bier. Ich habe Lust auf ein Bratwürstchen. Ja, und? Wo ist das Problem? Eigentlich nirgendwo, oder? Ja, das sehe ich auch genauso. Und ich weiß ja nicht, ob ich mir da unbedingt Gedanken drüber machen will oder muss. Ich finde es jetzt persönlich nicht schlimm, mich greift es nicht an. Ich kann es nachvollziehen ein Stück weit. Es ist vielleicht eher die ältere Generation, die sich gestört fühlt, aber ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Von daher kann der Name gerne bleiben wegen mir. Da fehlen mir die Worte. Ich meine, die Sprachschöpfungen, die gehen ja heute schon grenzenlos. Ich glaube, dass das gar nicht mehr wahrgenommen wird in dem ganzen Trubel der Wortschöpfungen. Also meine Bräterei heißt Bräterei Fleischeslust, normalerweise, aber aufgrund von kritischen Stimmen in Fulda, ich glaube von der Kirche oder von den Geschäften, ich weiß es nicht genau, wurde ich dann gebeten, das bitte abzuändern. Und ich selber wurde halt nicht gefragt, sondern mir wurde Bescheid gesagt, das sollte ich vielleicht machen. Und dann, da wir selber gläubig sind und damit eigentlich keine Probleme haben und uns in Fulda sehr wohl fühlen, haben wir halt gesagt, das machen wir dann einfach. Ne? Und dann haben wir einfach ein paar schicke Weinfässer davor getan und das muss dann für dieses Jahr reichen.